Sie sehen die erste wöchentliche Reportage im Internet in voller 45-Minuten-Länge. Ich bin Jörg Buschka und Sie sehen Buschka entdeckt Deutschland. Ich entdecke für Sie Menschen und ihre Geschichten ganz ohne Drehplan. Es gibt natürlich Entertainment exklusiv beim Sender Ihres Vertrauens, 7Low. 2007. Yeah. Buschka entdeckt. Yeah. Ah. Buschka entdeckt Deutschland, live und direkt. Alles drin, alles da, was hält sich heute versteckt. Geschichten des Lebens, gleich von deiner Haustür. Das Leben liegt draußen, aufstehen und raus hier. Entstehung der Stadt. Tatsächlich beginnt die Trierer Geschichte in der Mitte des 1. Jahrhunderts vor Christus. Gaius Julius Caesar eroberte Gallien und integrierte das Moselgebiet in das Römische Reich. Jetzt wird spekuliert, dass Kaiser Augustus 16 vor Christus wegen der strategisch guten Lage hier eine Stadt gegründet hat. Augusta Treverorum, die Stadt des Kaisers Augustus im Land der Treverer. Man möge mir nachsehen, wenn ich das jetzt falsch mache. So, das Wahrzeichen der Stadt ist diese eben bereits gezeigte imposante Porta Nigra, schwarzes Tor, das mächtigste noch erhaltene römische Stadttor nördlich der Alpen. Hab ich doch richtig geschätzt eben, ne? 16 vor Christus, dass das 2000 Jahre alt ist. Dieses ganze Laufen in der Sonne, das strengt den Kopf an. Das strengt den Herrn Moderator ein bisschen an. 160 nach Christus erbaut. 160 nach Christus erbaut. Das heißt, 16 vor Christus hat er hier schon mal die Zelte aufgeschlagen und dann haben sie das 160 nach Christus gebaut. Jan, wie ist denn für dich? Geht es überhaupt noch? Du bist auch nicht mehr der Jüngste. Sag mal, deinen komischen Hut da auf. Super. Zeig mal den Jan mit dem Hut. Komisch. Mann, ist ja komisch, der Hut. Jetzt hier schon die zweite Ebene. Das schwarze Tor. Porta Nigra. Weinreben. Das war einst dem Gott Bacchus gewidmet. Dem römischen Gott Bacchus. Bacchus. Mensch, kann ich heute nicht mehr reden? Das war auch irgendwie. Just stop and watch. So, dass man das Schwarze noch mal sieht. Das ist das Porta, das ist Buschka Haut. Guck mal. Gladiator 2. Seinen Umgang. Also das ist ein sakrales Gebäude auch hier gewesen. Hallo? Amore, bacio! Ah, bacio! Ja! Bacio! Grazie! The people of Trier used the amphitheater as a defense point.
Guck, wieder einer, den ich nicht kenne. Dasbach, dem großen Helfer des Trierer Landvolkes. Ich kenne diesen Mann nicht. Müsst mal wieder wissen. Da gibt es eine Straße, die ist gleichzeitig ein Hinweis. Was ist das denn für ein Name? Da könnte ja auch stehen, latsch einfach los oder guck ruhig in die Luft. Sichelstraße, das ist die Straße von dem Sichelputzer. Der Sichelputzer. Hi, Grüße. Der Mike, hallo. Hallo, Mike. Mike. Aber aus welchem Grund sollte man eine Sichel putzen? Damit sie schneidet. Damit sie schneidet? Dann hier wohnt bestimmt der Bischof. Oh Mann, das ist aber nicht hier der von der Deutschen Bank. Das wäre ja Quatsch, wenn er jeden Morgen aus Trier nach Frankfurt fahren würde. Nee. Das ist das auch mit diesen heiligen Rocktagen. Aber Entschuldigung, da denkt man doch erstmal als Hardrocker, der ich nun mal auch bin, so in mir drin, dass das was mit Rock'n'Roll zu tun hat. Das gibt es ja auch, dass es da Verbindungen gibt. Ja, normalerweise extra inszenieren von so einer richtig mit tollen Leuten, die Licht machen extra. Das ist original, wie die Sonnenstrahlen hier rein. Gebaut, was haben die sich denn hier hingestellt? Ja, nicht schlecht, oder? Hör mal hier, die ganzen Rechner nach oben. 10 Punkte überall. Da, 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 da. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Eine römische Basilika, das ist die absolute Urform. Da gab es noch Kirchen. Da stand man einfach nur unten drin. Da gab es gar keine Bänke. Kann ich euch noch was fragen? Ja. Wer kann mir was zu diesem Gebäude sagen? Keiner, das gilt nur hier. Sven, du bist auch das Gebäude ist irgendwas mit 30 Meter groß, also hoch. Also nee, aber wie wirkt das auf euch? Also wenn ihr das groß. Gigantisch. Geile Atmosphäre. Das ist irgendwie, muss da schon. Könnt ihr euch vorstellen, an diesem Gebäude gebaut zu haben? Oder was? Ist das aufwendig gewesen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Schon mit den Arten da früher und dann so hoch zu bauen. Schon krass. Hat jemand von euch Lust, irgendeinen fantastischen, waghalsigen Trick uns zu zeigen? Ich kenne ja noch nicht mal Olli Kickflip. Als Jugendlicher habe ich mich darin versucht, bin kläglich gescheitert. Bin des Öfteren mal auf die Fresse gefallen. Yeah, yeah. Jörg Busch, Gendeck, Deutschland, Baby. Entdeckt Deutschland, live und direkt. Alles drin, alles da, was hält sich heute verstecke. Schichteln des Lebens, gleich vor deiner Haustür. Das Leben liegt draußen, aufstehen und raus hier. Entdeckt Deutschland, live und direkt. Alles drin, alles da, was hält sich heute verstecke. Schichteln des Lebens, gleich vor deiner Haustür. Das Leben liegt draußen, aufstehen und raus hier. Das ist Tony Hawk, meine Damen und Herren. Boah, komm her. Wow. Ich bin Tony Hawk, meine Damen und Herren. Tony Hawk. Tony Hawk kann auch nicht mehr. Oh. Es ist nicht schlimm, weil ich bin 36 Jahre alt.
Ich kann dafür Pudding essen oder Spaghetti-Eis. Was macht ihr so am liebsten so zusammen in der Gruppe, in der Szene? Party. Vor allem in der Szene. Ja, ja. Meinst du so? Szene? In der Szene, ja. Nee, das mag ich ja gar nicht so sich den jugendlichen Gruppen anbiedern. Das möchte ich gar nicht. Nein, was macht denn ihr so? Chillen. Was ist das Chillen? Ich weiß das ja, aber ja? Nochmal, das hat der Zuschauer nicht bekommen. Chillen ist nach einer schönen Skate-Session sich einfach auf die Stufen setzen, labern, die Sonne trinken, auf einen prallen lassen, einfach. So ein bisschen Piano machen. Genau. Ja, aber das ist ja richtig Arbeit, das ist ja richtig Sport. Wie lange macht ihr das denn so immer? Täglich oder wie oft? Also ich fahre täglich. Wie lange dann so? Das kommt drauf an. Ja, gut, bei der Sonne kommen wir jetzt immer meistens später, weil es sonst zu warm. Also 4-5 Stunden bestimmt. Und jetzt brauche ich ein paar richtig hartnäckige Facts. Wie wirkt das Sportliche mit dem Skateboard auf die Frau? Ein paar ehrliche Aussagen bräuchte ich bitte wenig. Das ist das, was die Zuschauer wissen wollen. Da dürfen wir auch nicht. Richtig gut. Auch richtig gut. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Nee, sag mal, was hat das Skateboard an Flirtpotenz? Wie funktioniert das? Zu viel. Es strahlt einfach einen gewissen Charakter aus. Einen individuellen Charakter. Das ist ganz wichtig. Aber was sind das dann für Mädels, die auf so Skateboard-Aktionen abfahren oder die anderen? Ist das dann auch irgendwie eine spezielle Szene oder ja, kann man dann ja, auch? Auf jeden Fall. Das sind nicht die Disco-Girls, die aufgepumpt da irgendwo hingehen, sondern das sind mehr so die ruhigeren Typen. Normale. Genau. Aber das ist normal, das gibt's ja nicht. Das wird ja jedes Mal neu definiert. Das heißt, wir drehen jetzt hier, das ist 2007. Nächstes Jahr ist ja normal wieder völlig anders. Da laufen vielleicht alle in pinkfarbenen Plastiktüten rum. Das ist ganz normal. So wie damals bei, wie hieß diese Vorgruppe von Michael Jackson auf dem Konzert, die Hosen falsch rum anhatten. Wie hießen die denn? Criss-Cross. Woher weißt du das denn noch? Ja, das war 91. Ich bin älter als du denkst. Wie alt bist du denn? 40? Ja, weiß ich nicht. Nee, warte mal. Criss-Cross, das war 1992. Ja, so in der Dangerous Tour. Ja. Ach du Scheiße, bin ich schon alt. Nee, wie alt, du könntest ja um die 30 vielleicht. Ja, noch nicht ganz 29. Ja, guck, nee, da kennst du das noch. Criss-Cross, I missed the bus. Und hier so die Hose so ganz komisch. So, wer bringt jetzt mal die krassen, harten Geschichten von Trier hier auf den Tisch? Müssen ja keine Namen genannt werden. Nee, darf ich. Ihr dürft das natürlich. Trier ist kriminell. Kriminell? Aber für uns auch positiv kriminell. Jetzt sehen wir mal, was heißt das? Aber für uns auch positiv kriminell. Na, abends ein bisschen krass rauchen, ne? Das gehört schon dazu. Das ist doch Marihuana. Richtig. Ich darf ja jetzt dazu gar nichts sagen. Es hat ja irgendwann Xavier Naidoo mal gesagt, irgendwas über Marihuana. Da haben sie dem die Tür eingetreten zu Hause. Das möchte ich nicht bei mir. Gibt es noch irgendwelche Geschichten, die so spannend zu berichten wären? Seh doch mal. Ja, wir hatten ja mal so einen Skater, der ist richtig auf die krumme Bahn gekommen und dann ist es wieder im Knast so. Der war mal richtig gut unterwegs, hätte die fast. Basilika gesprüht. Hat sogar auf die Basilika mal gesprüht. Achso, ja, das ist ja nicht so. Nee, ist auch nicht. Der ist auch nicht toll oder so. So cool finde ich mit dem jetzt. Ja, ist so eine schöne Geschichte, weil sie echt lustig ist. Weil er bei uns im Shop eingebrochen hat. Was für ein Shop denn? X-Boot. Es ist euer quasi Stamm, wie heißt das, Ausrüster. Richtig. Eine Outdoor-Streetwear-Ausrüstungssupporter. Genau. Das muss ja alles Englisch heute zertifiziert. Die teuren 500 Uhren hat er da liegen lassen. Er hat sich ein komplett blaues Brett gekauft, genommen, gestohlen und ist dann abgehauen. Und die Schuhe anprobiert. Ja. Und Schuhe anprobiert. Ja, ja. Also so viel Zeit muss ja sein. Aber das heißt, das ist ein Kumpel von euch? Nee, ein Bekannter. Mit dem haben wir früher ein bisschen sind wir geskatet, aber das ist wieder hinter Gittern. Auf jeden Fall immer eine ganz große Diskussion ist, ob hier in der Basilika geskatet werden darf. Ja. Also das steht im Moment gerade voll im Thema, vor allen Dingen. Mit wem denn? Mit wem in Diskussion? Ja, es gibt einen, ich weiß gar nicht, ob der macht. Ist der Architekt? Martin Steffens. Ich weiß es nicht. Keiner weiß so richtig, was er für eine Position hat. Der hat auch schon Leserbriefe und so einen Volksfreund geschrieben und war schon wie oft hier und hat hier mit den Skatern diskutiert, dass halt wir die Blöcke
zerstören und es nicht im Sinne des Architekten war, dass wir diesen Platz hier so verunstalten. Natürlich, alles, was hier passiert und gemacht wird und kaputt gemacht wird, war natürlich immer wir. Also hier gehen ja sonst keine Menschen vorbei scheinbar. Nur ist es natürlich irgendwie seltsam, weil wir wahrscheinlich nicht unseren eigenen Platz vollsprühen und also mit Graffitis und so. Mhm. Und also meinst du jetzt diese Dinger hier? Zum Beispiel, das gibt ja den Unterschied. Ja. Graffiti ist ja irgendwie ganz schön, das sind ja, ja noch richtige Gemälde, aber das sind ja so Tags, ja, wo jemand okay, quasi nur seine Unterschrift da drauf rotzt. Natürlich. Ich finde, das sieht total kacke auch aus. Ja gut, das ist halt, muss ich mal sagen, ein subjektives Urteil. Also man kann ja irgendwie nicht alles mit seinen Unterschriften vollsiffen. Ich finde es ein bisschen... Nee, vor allen Dingen wäre es ja für uns dumm, wenn wir hier diesen Platz verunstalten, und da, weil wir wissen, dass es nur Stress gibt. Also das aber heißt, das ist ja im Moment doch schon, also jetzt hat es schon wieder ein bisschen beruhigt, aber... Jetzt lass mich mal gegenfragen, jetzt wollte ich mal gegenfragen. Also, ja, das, also genau, was ist deine Position? Du sagst natürlich, wir haben das ja nicht gemacht, wären wir schön doof, weil das ist ja schließlich unser Platz. Also unser Platz bedeutet auch... Beobachtet ihr manchmal, dass andere irgendwie hier was versauen und sagt ihr dann hier, lass mal sein, wir wollen hier noch ein bisschen skaten? Ja, natürlich. Wenn es kleine Kinder sind, die sich nicht beherrschen wissen und Müll hier liegen lassen, definitiv. Ja, oder das ist überhaupt so ein Thema mit dem Müll liegen lassen. Oder Glasflaschen rumwerfen. Glasflaschen rumwerfen, das Scherben hier liegen. Absolute Feinde sind. Ist für euch ja irgendwie nicht sehr angenehm, wenn man da mit dem Rücken in so Scherben liegt. Dieser Fuß da vorne, die überall jetzt hier in Dresden, diese großen Füße wurden schon zweimal umgeschmissen und kaputt gemacht. 2 Tonnen schwere Zementfüße vom Kaiser Konstantin. Mhm. Und das fällt ja auch zuerst zur Not mal hier auf die Jungs, die hier viel abgammeln. Und das ist ja auch ein Sonder, was wir wollen. Früher hatten wir immer Mülleimer hier, aber die waren dann lose und die wurden aber irgendwann weggenommen, weil wir halt immer daran geskatet sind und Tricks drüber gemacht haben. Und da waren die halt immer verbeult und kaputt und deswegen haben sie sie jetzt angekettet. Vor ein paar Jahren haben wir öfters irgendwelche Sachen gebaut zum Skaten. Mhm. Die wurden dann hier hingestellt und Problem ist halt wirklich, wenn die einfach lose hier rumstehen, dann dauert das vielleicht eine Woche, dann kommt die Stadt und räumt halt alles ab. Laden die alles auf und weg ist es. Was macht ihr, wenn ihr jetzt irgendwo anders seid und da seht ihr, da wird hier so das Glas hingeschmissen und so, wie erreicht man denn die Leute, die das machen? Scheißt man die zusammen oder was sagt man? Sagt man denen das einfach nur? Jetzt mal freundlich drauf hinweisen. Nee, nee. Vielleicht also ich weiß da gerne freundlich drauf hin. Weil das ist einfach nur ein Witz. Ich meine, Trier ist im Großen und Ganzen doch, würde ich sagen, ganz gut. Mhm. Schon relativ sauber so. Gibt viel schlimmer. Ich meine, ist halt Deutschland. Denke ich mir auch auf Bezirke an. Ne? Also ich denke mal so, ich meine, das ist eine Altstadt, das ist ein Touristengebiet. Da legt Trier natürlich, also die Stadt, Wert drauf. Ja, klar. Habt ihr Lust, ganz kurz zu erzählen, was ihr so beruflich macht oder noch schulisch oder so? Ja. Nur so. Ich bin gelernter Energieelektroniker und am Arbeiten. Mhm. Ja. Ich bin Dachdecker. Ich gehe mit Männern zur Schule. Ich beginne im Oktober meine Ausbildung als Krankenpfleger. Ich bin in der 9. Klasse auf der Realschule. Ich bin in der 10. Klasse auf dem Gymnasium und ich mache erst noch mein Abitur und danach sehen wir weiter. Mhm. Ich studiere angewandte Mathematik. Ach du Scheiße, ich habe da Mathematik schon gehasst in der Schule. Angewandte Mathematik, das heißt, der Sinn des Lebens ist 42. Diese Geschichten. Also du bist dann Mathematiker? Ich sag mal so, ich habe jetzt eigentlich so Richtung Forschung zu gehen. Spargel-Institut oder sowas. Mhm. Ja, halt so ein bisschen zu gucken, was man auch so entwickeln kann, was man finden kann. Was man natürlich auch machen kann, wenn man zum Beispiel nebenfach jetzt, wenn man Wirtschaftsmathematik studiert, da können wir zum Beispiel über Banken auch gerne hingehen. Oder was man jetzt auch machen kann in der Flugzeugindustrie, so, da wird ja auch immer. Obwohl er auch schon wieder entlassen wird. Aber gut, das sind dann eher die, ja, weil die Leute, die Sachen montieren. Das ist ja, hast du ja ein Flugzeug und dann willst du irgendwie gucken, dass das möglichst sicher ist und trotzdem wenig Sprit verbraucht und alles sind alles Optimierungsaufgaben. Das fällt so ein bisschen in den Numerik-Bereich und sowas rein. Also du bist quasi so ein Teil der deutschen mathematischen Elite, die jetzt rangezogen wird oder sich selber da in die... rangezogen ist der Blöder. Also in die Richtung kann man halt sich orientieren, je nachdem müssen wir auch später mal gucken, wie man das genau hintendiert. Kann natürlich auch so ein bisschen Autoentwicklung gehen, also was. Wir gucken. Ciao. Ciao. Was wissen Sie über das Gebäude? Auf jeden Fall sollte es die Macht, der weltlichen Macht,
demonstrieren. Es ist, glaube ich, wesentlich größer. Und es ist wesentlich größer, als es aussieht. Es ist, glaube ich, identisch von der Höhe. Irgendwie mit dem Dom. Mit dem Eiffelturm. Nee, war Spaß. Nein, das wäre jetzt lustig gewesen. Und da drin, wenn sie da drin sind, das ist wohl die größte freitragende Halle gewesen, die es damals gegeben hat. Ey, was ein riesen Ding, hör mal. Bruce Willis. Bruce Willis will es. Bruce Willis hat ja eine Oma in der Nähe von Kassel. Und wenn er nach Kassel kommt, essen wir manchmal Spaghetti-Eis zusammen. Sprechen in der Öffentlichkeit nicht drüber, aber ja. Unterstützt von der UNESCO und Buschka entdeckt Deutschland. Zunächst nach 1614 im Renaissance-Stil begonnen, im Rokoko-Stil weitergeführt. Was war das Neue an der Renaissance? In Bezug auf die Gotik, das elementar Neue, da gab es vieles. Zum einen die Betonung der Waagerechten, jedoch von größerer Markanz wäre hier zu nennen die Verortung von Plätzen und das Verständnis von Plätzen als Raum, die Definition als Raum. Ja, wie wenn man so einen Paradiesflash hat. Ich höre jetzt so leichte, zuckersüße, sehr hohe Choräle. So schaumige, rosarote Traumcreme, die einem gereicht wird. Zu einem mit Dickmilch angefüllten Shake aus Blaubeermasse. Würde man gerne trinken, oder? Dazu. Ich möchte es visualisieren. So, ich habe mir gedacht, ich schmeiß das mal weg. Das geht aber, kann man hier nicht entsorgen. Geht nicht. Doch, stell es daneben, ich hole es mit. Ach, das ist lieb. Das ist aber tatsächlich eine Hand. Ja. Verarschen Sie oder was? Ja. Ja, wofür? Für meine Sendung Buschka entdeckt Deutschland. Aha. Wollt ihr mal gucken? Kommt das, kommt das im Fernsehen oder das was? Ist, das ist fürs Internet. Fürs Internet? Ja. Buschka entdeckt. Kann ich noch so ein Ding haben? Ja, sicher. Heißen Sie Buschka? Ja. Soll ich mal verpissen mit der Kamera? Komm jetzt im Internet. Sie verpissen uns auch nicht mit der Kamera, weil die ist ja auf mich gerichtet. Sie können das Geburtstagskind. Geburtstagskind wer? Laura! Ja, 15. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke. Das Geburtstagskind möchte ja nicht sagen. Besser, ich liebe dich. Sabit, an deinen Freund? Ja. Du kannst exklusiv an deinen Freund eine Liebesbotschaft sagen in die Kamera. Besser, ich liebe dich. Ich will dich niemals verlieren. Oh. Noch ein bisschen mehr, noch mehr. Sag noch mal ein bisschen was. Nee, das sind alles meine Habibis. Was sind denn Habibis? Habibis, das ist Arabisch, das heißt Schatz. Ey, nein, sag von Arian. Und Arian, wir vermissen dich. Wir hoffen, dass du bald rauskommst. Ja, und wir kriegen immer Gänsehaut, wenn wir deinen Namen hören. Was für Sender kommt das da, bitte? Das kommt ins Internet. Das kommt bei Buschka entdeckt Deutschland. Ihr wolltet nichts sagen. Chance ist vertan. Alles über diese Dame. Ich bedanke mich. Kein Problem. Ciao. Haben wir gern gemacht. Sehr gerne. Es war für mich eine besondere Freude. Was macht ihr denn da? Zirkusvorstellung. Seid ihr eine Zirkusgruppe? Gibt ihr was? Jetzt war. Du wolltest deinem Freund was sagen in die Kamera? Kannst du machen jetzt. Mach doch. Ja. Eine Botschaft. Sag doch.
Sing einfach. Singen? Wer von euch kann singen? Nee, ich. Ja, ich ja die mit. Guck mal, Jan, zeig nochmal. Da ist unsere Dame von eben. Ist ich hier über den Lappenkopf kann singen. Ja, was denn? Kannst du singen? Nee. Eigentlich nicht. Weil du was auf Arabisch sagst, kannst du auch auf Arabisch singen? Nee, ich kann zwar Arabisch reden, aber nicht singen. Sag doch mal was auf Arabisch, aber obwohl, dann musst du es erst übersetzen lassen, wer weiß, was du machst. Nein, sag mal was Schönes auf Arabisch. Was soll ich denn sagen? An deinen Schatz hier auf Arabisch. Irgendwas Schönes, Arschloch. Genau. Nee, genau das nicht. Das Besondere in der heutigen Zeit ist, man sieht ein schönes Pflänzchen, könnte drauf treten, macht es aber nicht. Okay. Das ist sag mir was auf Arabisch. Urinieren. Und danach sag auf Deutsch. Nein. Das wird alles rausgeschrieben. Urinieren. Nein. Urinieren. Halt. Jetzt was Schönes. Jetzt halt das mal. Ja. Es geht an so, dich. Wieder, mach hin. Wir haben keine Zeit mehr, keinen Akku mehr, keinen. Also, eins, zwei, drei. Sandy, eine Wahhabbik. Ja, da. Sandy, ich liebe dich, Scheiße. Sag mal, ist das nicht lieb? Ja. Ich dich auch. Aber ganz ehrlich, ich ist so. So, wir haben eine Liebesbotschaft in die Welt gesendet. Ich denke, das muss reichen. Schönen Abend für euch. Kommt nächste Woche Samstag wieder hier. Nee, wir sind immer nur einmal in einer deutschen Stadt. Wir sind jedes Mal woanders. Diesmal waren wir bei euch. Ach so. Ich habe hier zwei Leute entdeckt. Die Jamie hat hier erst gesessen und hat gelesen. Und dann kam der Pass dazu. Pass, habe ich das richtig gesagt? Ja. I said it right. You are exchange students or from Erasmus project or? Ich komme aus den USA, so es ist ISAP. Aha, and you? Ich bin von der Erasmus Programm. How is life in Trier? Als ich jung war, ich war da und es war eine Überraschung für mich, weil ich denke hier es gibt einen französischen Einfluss, weil sie sind Grenze auch mit der Französisch, mit Luxemburg und so weiter. Und ich fühle, dass es nicht so viel deutscher Einfluss gibt hier. Es gibt mehr Einfluss von Luxemburg und so weiter, als ich früher gesagt habe. Woran sieht man das? Ist das die Lebensweise oder? Die Lebensweise im Vergleich mit zum Beispiel Nürnberg, wo ich früher da war. Mhm. Es ist ganz entspannend für mich hier. Es gibt nicht so viel Konkurrenz und Wettbewerb hier in Bezug auf den Betrieb und so weiter. Mhm. Die Leute sind auch entspannt, sehr freundlich und es gefällt mir gut. Es gibt eine, ich fühle mich hier. Mhm. Gut. Und wie geht's dir damit? Wie spürst du das? Nein. Wie ist Trier für dich? Ich kann nichts sagen. What is Trier? You can say in English. What is Trier like? Trier, sag ich mal. What is Trier like? Actually, it reminds me a lot of home. I'm from Washington State and which is western Pacific Northwest. Uh-huh. Yes, and I find comfort here. It's very old, which we don't have in the U.S. so much. So there's a lot of history. But what is similar? Because you said it reminds you on the agricultural stuff, like the trees, the just everything. Like it's very green. Trier is very nice. I live on the river, on the Mosel, so okay. It's very, very nice. But I like it. They have sidewalk cafes, which we don't have really in the Pacific Northwest. You don't really get to sit outside and lounge around, which is nice because it's always raining in the Pacific Northwest. So. So the weather here in Trier is good. Yeah, it's very nice. I didn't know about how it is here. So what have you seen of Trier yet? A lot of it, I guess. We've traveled all around Europe so far, so. So you made friends and traveled together now. Yeah. Yes. There's 10 of us from around the world that go. Ah. Fly out of Frankfurt on Ryanair. And what did you study actually? German. Deutsche Politikwissenschaft. Ah, Germanistin. Yeah. You too. Ich bin auch eine Germanistin, aber mit BWL. Betriebswirtschaftslehrer. Mein Hauptfach ist Politikwissenschaft, so nicht Deutsch, aber ich bin sogar. It's interesting times. Yes. These days, things are changing. We don't know in which direction. Every day it's changing. Very nice place. I miss home. I won't lie. So what have you planned for tonight, or for this evening? Grilling. Barbecuing. Barbecue. Yes. Trying.
So how many people are coming? Well, we were supposed to go to the Mosul, but then our friend's barbecue got stolen. Oh, that's bad. Yeah. Actually, today. Yes. So we went and bought a new one, and they might come over, but we're not sure. They might just stay. That's in fast improvisation. Yeah. You just okay? Bring mine. Yeah. So. Dann würde ich mal sagen, ich wünsche euch alles Gute beim Grillen. Danke schön. Danke. Und beim Studium. Danke. Auf Wiedersehen. Ciao. Schönen Abend. Zeig ich mal bitte, zeig ich mal, wie das aussieht. Hör mal, könnt ihr uns doch da reinlassen? Was? Könnt ihr uns doch da reinlassen? Nein. Warum nicht? Wir nicht. Wir sind Ausländer. Sorry. Ja. Wir sind auch Ausländer. Wir kommen aus Hessen. Oh, okay. Ja, wir kommen aus Holland. Wie sieht aus Holland? Amsterdam. Amsterdam. Könnt ihr ein holländisches Lied singen? Kennt ihr ein Nederlandsches Liedje? Ja, ik zit in de reactie. Nee, jongen, ik kan niks zingen. Verzuiming, sorry, maar ik ken. Lente komt, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam. Een kusje, darf ik je vrouw een kusje geven? Zeig maar, kurz. Een kusje, je vrouw. Dank je. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dank je schön. Het was een schöner Moment met je. Ja, natuurlijk. Komst du ook nog Holland, oder niet? Irgendwann kommen wir mal, gucken wir mal. Ja. Holland ist hier schön, weißt du? Ich war schon oft in Holland. Ja, ja. Venlo, Wert, Utrecht, Eindhoven, ja. Amsterdam. Kenne ich alles, natürlich. Ja? Antwerpen. Da war ich noch, nee, war ich noch nicht. Aber ich hab Antwerpen. Aber das ist sehr schön zu sehen. Ja. Zeeland ist sehr schön, mit viel Wasser. Ja. Ja, sehr ja. schön. Tot ziens. Tot ziens, auf Wiedersehen. So. Da geht die Sonne unter, da geht die Sonne unter. Baby, Baby, halb stark, da geht die Sonne unter, da la la la, halb stark, la 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 la. Das sind die Kaiserthermen, Schätzelein. Ich kann das nicht nachmachen. Schätzelein, das sind die Kaiserthermen. Kann er nicht nachmachen. Wow. Das sind die Kaiserthermen, Schätzelein. Am Rücken und Fuß, Schnapp, Knut. Marmorfuß aus der Antike von Kaiser Konstantin. Was, wohin die Kamera? Wir werden angesprochen. Wir kommen natürlich sofort. Was? Worum geht es? Was denn?
Wie bitte? Von welchem Sender sind Sie denn? Wir kommen von Buschka Entdeckt Deutschland. Was? Sag mal, ist das für euch gut hier? Sie sind viel Alkohol. Oh nein. Mal ehrlich. Oh. Ist ja nur Mixerie, mein Gott. Leute. Ja, ist das gut? Ah. Ist das gut für euch, so viel Alkohol? Nee. Ach, wir trinken nicht so viel. Könnte man nicht auch mal Apfelsaft trinken? Ich trinke wirklich Apfelsaft. Na, so viel trinke ich eigentlich nicht. Nur Wochenends, mein Gott. Wochenende ist dafür da, um zu chillen, mal ein bisschen zu entspannen. Sag mal, wer ist eigentlich hierfür zuständig, dass das aussieht wie Sau mit diesen ganzen scheiß Kronkorken und so? Darf ich weiß, ihr seid das nicht. Wer macht sowas? Keine Ahnung. Ich kenne euch ja gar nicht. Wir gehen mal davon aus, ihr seid das natürlich nicht. Wer schmeißt denn diese ganzen Scheiße hin? So lieb bin ich echt nicht. Also manchmal bin ich echt zu faul, irgendwo einen Mülleimer in die Nähe hier zu finden, dann werf ich doch einfach weg. Ja, das ist doch scheiße. Ja gut, aber irgendeiner... Es gibt ja Leute, die bezahlt werden dafür. Macht ja nichts, ja. Genau, also das heißt, du hilfst den Leuten, dass die ihre Arbeit dann behalten. Ja. Zum Beispiel bei McDonald's zum Beispiel gibt es ja auch Leute, die bezahlt werden, die Sachen wegzuräumen. Die stehen ja auch nicht dann drumherum. Lass die Sachen einfach stehen, damit sie Arbeit haben. Ist nicht gerade so langweilig. Ja, schönen Abend noch. Gleichfalls. Tschüss. Das ist doch mal eine Aussage. Ja, und das ist ja der reinste Lustgarten. Ein Garten der Zärtlichkeit. Tirili, tirila. Wo ist denn dein Hut? Jan, hast du ihn weggepackt? Ja. Jetzt bräuchtest du den Hut. Man braucht einen Hut. Das ist einfach schick und tut einem gut. Yeah, Buschka entdeckt. Yeah. Buschka entdeckt Deutschland live und direkt. Alles drin, alles da, was hält sich heute versteckt. Geschichten des Lebens gleich vor deiner Haustür. Das Leben liegt draußen, aufstehen und raus hier. Buschka entdeckt Deutschland live und direkt. Alles drin, alles da, was hält sich heute versteckt. I have something for us, you know probably. Guck mal. Oh, it looks nice. It is a little bit molten. Molten? Molten. Ein Molton Brot. Ja, molten from the sun, but in good condition. Das ist quasi ein Langzeitprozess. Smells nice. Ja. I like it. Es ist ein Langzeitprozess von dem, was man sonst Dünsten nennt. Aber das ist ja diesmal nicht unser Mittagessen, sondern unser Abendbrot. Das ist immer unser Abendbrot. Selten unser Mittagessen. Am Anfang war es ja das Mittagessen. Jetzt sind wir ja schon immer, oder? Hast du da nicht aufgepasst? Ach, stimmt. Guckst du eigentlich die Scheiße nicht, die wir selber ins Internet stellen? Guckst du selber nicht mehr, ne, den Mist? Kannst du nicht mehr sehen. Boah. Ja, man kann uns gar nicht mal sehen. Doch. Ja? Genau, Mensch. Vor allem war ich auch. Ich krieg das überhaupt nicht ausgepackt. Siehst du nicht ausgepackt? So. Prost. Lass dir schmecken. Mhm, aber guten Appetit. Danke, okay, erstmal, weiter. Erstmal. Das ist so ein zärtlicher Moment. Das ist sehr zärtlich. Ja, und sag mal, wir haben hier gerade über Monetarisierung gesprochen. Erzähl mal, was du meintest gerade als Geschäftsidee. Nee, das kannst du jetzt nicht sagen. Das macht uns jemand nach. Nein. Meinst du, wie schnell das ist? Nee, sag mal, erzähl mal. Ja, Sex Sells. Weil wir sind hier in so einer Gegend. Ja, da hinten gibt es den Nightclub. Ja, das sind so Nachtclub, da wollen wir keine Werbung für machen. Der Jan hat gesagt, man kann das gleiche Format wie Buschka Entdeckt Deutschland, das kann man nur machen mit Buschka Entdeckt mit Puffs. Richtig.
Und das wird dann richtig, richtig Geld kosten, sich das dann anzugucken. Ja, also mit so... Monetarisieren ist halt nichts Neues. Ich meine, gibt es ja schon genug im Internet. Wird alles monetarisiert. Ja, und dass jetzt auch noch geile Moderatoren und Kameramänner dabei sind, das gibt's halt noch nicht. Und das wollen die Leute sehen. Und dafür geben die Geld aus, denke ich. Das machen wir eigentlich. Dann brauchen wir nicht mehr so mit den seriösen Themen. Nee. Jetzt und so. Nee, dann zeigen wir zwischendurch. Das sind seriöse Themen. Weil es ja jeden von uns angeht. Es sind fleischliche Momente einfach dabei. Ja. Das zeigen wir dann auch. Genau. Ja. Mal kurz schauen. Ich empfange jetzt wieder. Ja, die Zuschauer nicht, die wollen das sehen. Nee, so, mache ich trotzdem nicht. Sowas mache ich nicht. Ich fände die Dreharbeiten natürlich interessant, mach's aber nicht. Jan, machst du das? Das geht nicht ohne dich. Es geht nur im. Nur so. Oh, das ist aber lieb. Das ist lieb, dass, wie der Jan das gesagt hat. Das ist ein Moment nur für uns. So. Oh, da ist auch noch so ein Vogel. Sieh mal, die Regenmännchen tanzen. Guten Abend. Ja. Was ist an Trier hier so tolles noch? Was ist denn da vorne für eine Gegend? Lucky Sluke. Da kann man gut feiern. Oh, nice. Ist also so eine Kneipe oder so? Ja, da vorne am Ecken. Ja, ja, so eine Hardrock-Kneipe ist das. Das passt schon. Was macht ihr noch so? Feiern. Spazieren. Was geht denn noch in Trier? Wo geht man da hin? Sport. Aber das ist so Disco. Ja, ja. Diskothek. Da ist halt eine kleine Stadt hier, es gibt nicht viel. Wie ist das Leben in Trier? Ja, ist halt eine Kulturstadt. Schon irgendwie schön, viel Grünflächen, aber so wirklich für junge Leute ist es eigentlich langweilig, ja? Ja, das stimmt. Würde ich mal sagen. Aber ich meine, ihr rockt ja trotzdem irgendwie, macht ja trotzdem. Ja, weil wir müssen, ja, wir haben kein Auto, ja. Die finden sich hier schon zurecht. Das ist ja so in der Alpe, sage ich jetzt mal, so das Einzige, wo halt so ein bisschen was los ist. Ne? Ja. Ist aber doch noch Eifel hier, ne? Ja, aber wollte ich gerade sagen, ja klar. Ich bin zum Beispiel in Trier, aber das letzte Jahr in Leipzig gewohnt, ja. Mhm. Das ist was ganz anderes. Jetzt bin ich wieder zurückgekommen, weil ich halt heimatverbunden bin, aber es ist doch irgendwie schon ein Dorf. Es gibt ein paar Kneipen, die sind in Ordnung, da kann man auch gut feiern oder Forum in der Stadt oder Lucky Luke ist okay, Spot. Aber ansonsten, ja, so wirklich sind die Jugendlichen nicht so zufrieden, denke ich mal. Und da drüben ist ganz okay oder ist das... Ja, das passt ja, da schon, drüben ja. Ist eigentlich noch Ghetto. Was heißt Ghetto? Also ja, ein bisschen... Da wohnen die Gangster noch eigentlich so. Die gibt's hier? Ja, Quatsch. Ja, West. Ja. Er sagt Quatsch, er sagt, das stimmt. Ja. Wem soll ich jetzt glauben? Ja, das ist so. Was kommt doch von da drüben, aber das ist so. Das hat schon nicht viel geändert. Was sind die Gangster? Ja, viel Stress. Da würde ich nicht allein rüber gehen. Ja, wir haben ja keine Angst. Wir sind ja Journalisten, wir können alles. Wir genau. Dürfen alles. Ja, klar. Nee, wir sind ja neutral, das ist das Tolle. Wir sind ja, machen keinen Arschloch-Journalismus. Es gibt Arschlöcher. Von Journalisten, da muss man sagen, okay, das bin ich, das machen wir. Aber ich sag mal, Trier geht schon, sonst wäre ich von Leipzig nicht zurückgekommen, weißt du? Das ist schon okay. Mir ja, die Kumpel ist wahrscheinlich und dass die ja, Leute auch. Sind, die ja. Heimat verbunden auch. Ich finde, es ist eine gemütliche Stadt, ja. Wo ich von Leipzig hingekommen bin, kam ich mir vor wie ein Puppenhäuschen. Alles so winzig, ja. Aber es ist gemütlich irgendwie. Vielleicht, weil ich schon alles kenne. Das ist aber ein schönes Bild, ein Puppenhäuschen. Ja, kannst du gerade mir vor wie ein Puppenhäuschen, so ein kleines Häuschen, ne? Bleibt schon alles viel größer. Was machst du? Also was arbeitest du? Ich bin im Moment bei der Caritas in der Behindertenwerkschaft tätig. Vorbei. Ja. Mhm. Und was machst du? Dach Landschaftsbau. Aber ihr könnt auch, wenn er als Weg halt immer geradeaus, dann über die andere Straße, das Lucky Luke, vielleicht noch ein bisschen früh, da viel los ist, aber könnt ihr auf die Luxburg Straße runtergehen, da kommt Spot, das ist ja auch so ein Bordell noch, Eros. So, ja, direkt, das dürfen wir ja nicht zeigen. Ja, das dürfen wir nicht zeigen. Ja, da sind vielleicht auch Frauen drin, wenn man filmen könnte. Ja, soweit, das können wir alles nicht machen. Ja, aber Spot ja, ist der auch müsste auch auf YouTube okay, voll beweisen. Nein, wir wollen ja, da gibt es ja genug. Man kann ja im Internet, wenn man jetzt das Fleisch sehen will, kann man sich da... Ja. Wir zeigen ja so ein bisschen so das Leben, wobei das gehört ja zum also, Leben dazu. Was machen, klar. Ja. Aber da gibt es zu viel so Rotlicht-Dinger. Ja. Das brauchen wir nicht abzudenken. Das haben wir ja nicht nötig jetzt, wenn wir jetzt alt wären und nichts mehr abbekämen, ja? Ja, da brauchen wir nicht. Viel Spaß. Noch. Okay, alles Gute. Ja, ciao. Peace, man. Das ist hier die Römerbrücke.
Römer Brücke. Roman Bridge, Pont Romain, Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Hier. Wo geht ihr denn jetzt gerade? Wir gehen in den Spot. Das ist Black Show Party heute Abend. Was? Black Show Party. Was ist denn Black Show? Hip-Hop. Amerikanische Musik spielen. Ach so, okay. Ja, können wir ja ein Stückchen mitkommen vielleicht. Klar, kein Problem. Ja? Ja. Ja, na guck mal, das ist doch nett. Das ist doch nett. Ob da schon viel los ist. Ja, können wir mal gucken. Wie ist das weit von hier? Ja, die ganze Straße ist halt lang. Ah, das glaube ich. Das ist ja doch, die Straße ist hier. Ja, das schaffen wir noch. Wir latschen eh den ganzen Tag rum. Wir latschen uns so wie... jetzt die ganze Zeit. Hm? Das ist aber peinlich, gell? Wieso ist das denn peinlich? Ich finde das voll peinlich. Nee, warum? Was denn? Habt ihr Lust, ein bisschen was zu erzählen, was ihr so macht? Also wir beide gehen auf die Schule noch, wir gehen auf. Sag mal, ha? Ey, der blendet. Ja, der blendet ein bisschen, ja sicher. Nee, sonst sieht man nichts. So, fang einfach mal an, erzähl einfach mal. Ich geh reiten. Ja, nee. Okay, nochmal. Oh Mann. Also ihr geht noch, ihr geht... Ich bin ausgelernte Friseurin. Mhm. Ich bin aus der Schule. Was willst du denn mal machen? Physiotherapie. Ah, okay. Wieso richtig, das ist ja richtig mit, da musst du richtig kräftig sein. Naja. Wenn da so ein Opa kommt und sagt, mir tut der Rücken weh, dann musst du ja richtig zupacken. Ja, oder so ein Schrank und er sagt, hör mal, ja sicher. Ich glaube, die muss ich dann nicht mal rumführen. Die kommen dann alle zu dir und dann musst du denen so zack, das wieder einrenken. Bin ich radikal. Und was machst du, also du hast gesagt, du gehst auch zur Schule? Ja, wir sind auch parallel. Was willst du nach der Schule machen? Ich wollte im Hotelfach arbeiten, Hotelfachfrau und danach studieren. Mensch, habt ihr alle ordentlich was vor? Ja. Erstmal Abitur und dann. Und das ist hier so ein bisschen die Bronx von Trier oder es geht das alles? Ja, noch? Da Trier West, das ist alles. Das ist alles, da ist doch. Ah, da ist noch mehr. Ja. Ja, das hatten wir ja in Bonn schon mal, da sind wir ja gewarnt worden. Geht nicht weiter, hier ist das Ghetto. Hallöchen. Hallo. Können wir mal hier mit dem Chef sprechen? Weil wir würden gerne die jungen 13 Damen begleiten, die sie heute Abend weggehen. Warte mal, ich muss dir was in die Ohren machen. Ich bin schon ein alter Mann. Ich muss dir was in die Ohren machen. Das Ganze noch ein bisschen arroganter. Ihr müsst das Episode 15. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Buschka entdeckt Deutschland. Episode 15. Ciao. Ciao bello.